Anton Zeilinger ist einer der drei Preisträger, die den Nobelpreis für Physik des Jahres 2022 erhalten haben. Berühmt wurde er für seine Erfindung der Quantenteleportation, die höchstwahrscheinlich in naher Zukunft Anwendung finden wird im Bereich von Quantencomputern und Quanteninformationstechnik und Quantenkommunikation. Ich hatte das Glück, einer seiner Studenten sein zu können. In diesem Video will ich die Funktionsweise der Quantenteleportation erklären. Ich habe mich dabei hauptsächlich an der Originalliteratur 1997 orientiert. Zunächst erkläre ich nochmals die vielfältigen Eigenschaften von Quantenbits, den sogenannten Qubits, und deren Messung. Bei der Teleportation geht es ausschließlich um den Transport eines Quantenzustands von einem Sender zu einem Empfänger. Materielle Teilchen werden dabei nicht bewegt. Im zweiten Teil erkläre ich die Funktionsweise eines halbdurchlässigen Spiegels, der das Herzstück der Teleportation ist. Im dritten Teil erkläre ich den Ablauf der Teleportation. Wir alle wissen, was Bits sind. Sie können genau einen von zwei möglichen Werten annehmen, die mit 0 und 1 bezeichnet werden. Man kann damit aber auch beliebige andere gegensätzliche Eigenschaften bezeichnen. Zum Beispiel Ja oder Nein, links oder rechts, gleich oder ungleich, richtig oder falsch oder was immer. Ob sich ein Atom oder ein Ion im energetischen Grundzustand befindet oder in einem angeregten Zustand. Dieses Gegensatzpaar wird in vielen Quantencomputer-Implementierungen eingesetzt. Darüber gibt's von mir das Video Nummer 4. Oder ob sich ein Photon in horizontaler oder vertikaler Polarisation befindet. Davon reden wir heute. Die Bits 0 und 1 kann man auch speziellen Zuständen von Qubits zuordnen, die man auch mit 0 und 1 bezeichnet, jedoch eingeschlossen in einem angedeuteten Pfeil. Qubits können nicht nur zwei Werte annehmen, sondern beliebige Zwischenzustände. Bei der Darstellung mittels Polarisation entspricht das verschiedenen Polarisationsrichtungen, etwa diagonal nach links geneigt. Auf diese Weise kann man auch nach rechts geneigte Polarisationsrichtungen darstellen. Die mathematische Darstellung ist eine gewichtete Addition von Vektoren mit bestimmten Anteilsverhältnissen. Die Länge des zusammengesetzten Vektors soll dann stets 1 sein. Dies ist jedoch nicht alles. In der Quantenphysik verwendet man auch Gewichte aus komplexen Zahlen, also Zahlen, welche die imaginäre Einheit Wurzel aus minus 1 enthalten. Diesen Zwischenzuständen entsprechen zirkuläre oder elliptische Polarisationen, die linksdrehend oder rechtsdrehend sein können. Alle denkbar möglichen Qubit-Zustände kann man daher auf einer Kugeloberfläche mit dem Radius 1 anordnen. Diese Kugel der Quantenzustände wird Bloch-Kugel genannt, nach Felix Bloch, dem Nobelpreisträger für Physik 1952. Ein Qubit kann man wieder in ein Bit umwandeln, indem man eine Messung durchführt. Für die Messung von Qubits aus polarisierten Photonen benötigt man einen polarisierenden Strahlteiler, der Photonen einer bestimmten Polarisationsrichtung durchlässt und die dann von einem Fotodetektor erkannt werden. Der Schlitz in dem Strahlteiler ist kein mechanischer Schlitz, sondern ist symbolisch zu verstehen für die eingestellte Polarisationsrichtung des Strahlteilers. Photonen mit dazu senkrechter Polarisation werden reflektiert und dann von einem anderen Detektor erkannt. Im Zuge der Messung geht aber sehr viel Information verloren. Misst man ein Qubit im Zustand 1 bzw. im Zustand horizontaler Polarisation mit einem horizontal polarisierenden Strahlteiler,
So wird man bei mehrfacher Wiederholung immer zu 100% immer nur horizontal polarisierte Photonen, also Bit 1, finden. Der Anteil einer diagonalen Polarisation ist in diesem Fall allerdings fundamental unbestimmt und geht verloren. Ebenso fundamental unbestimmt ist der Anteil von zirkulärer Polarisation. Die Messung mit einem vertikal polarisierenden Strahlteiler vertauscht nur Durchgang und Reflexion und liefert dieselbe Bitinformation im Endeffekt. Befindet sich das Qubit selbst in einem diagonal polarisierten Zustand, so wird man bei mehrfacher Wiederholung der Polarisationsmessung Bit 0 und Bit 1 mit jeweils gleich großer Wahrscheinlichkeit finden. Dasselbe gilt, wenn sich das Qubit zum Beispiel in einem zirkular rechtsdrehend polarisierten Zustand befindet. Der Anteil der zirkularen Polarisation geht verloren. Man kann allerdings solch ein Qubit auch einer zirkularen Polarisationsmessung unterwerfen. Dann erhält man wieder zu 100% rechtsdrehende Polarisation. In diesem Fall geht aber der Wert der linearen Polarisation verloren. Herzstück der Teleportation ist ein halbdurchlässiger Spiegel, der genau 50% der Photonen reflektiert und 50% durchlässt. Sehen wir uns die Funktionsweise nun genauer an. Hinter dem Spiegel gibt es Fotodetektoren, die feststellen, ob ein Photon rechts oder links vom Spiegel oder zwei Photonen gleichzeitig auf derselben Seite des Spiegels auftauchen. Für die Erzeugung der Photonen mit definierter Polarisation benötigen wir eine geeignete Lichtquelle. Diese besteht aus einem sehr schwachen Laser, bei dem die Photonen ganz langsam einzeln herauströpfeln. Mittels eines nachgeschalteten Polarisationsfilters filtern wir dann genau die gewünschten Photonen heraus. Wir erzeugen uns Photonen in einer allgemeinen diagonalen Polarisationsrichtung, also mit horizontalen und vertikalen Anteilen. Nun betrachten wir, was passiert, wenn zwei Photonen gleichzeitig auf den Spiegel treffen. Das muss allerdings innerhalb einer Millionstel-Millionstel-Sekunde geschehen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen hinter dem Komma. Eine Herausforderung, aber machbar. Wir sehen beispielsweise, dass das linke Photon, ich zeichne es stets mit rotem Pfeil, durch den Spiegel durchgeht. Das rechte, stets mit grünem Pfeil, wird reflektiert. Im Zuge der Reflexion verdreht sich die Richtung des elektrischen Feldes des reflektierten Photons um 180 Grad. Beide Photonen landen im rechten Detektor. Wir merken uns den Sachverhalt in einem kleinen Fensterchen links im Bild. Oder mit gleicher Wahrscheinlichkeit könnte aber auch das rechte grüne Photon durch den Spiegel durchgegangen sein und das linke rote Photon nach Invertierung reflektiert worden sein. Wir speichern diesen Fall wieder ab. Es gibt theoretisch noch die Möglichkeiten, dass beide Photonen unverändert gerade durch den Spiegel gehen oder dass beide Photonen reflektiert werden. Wirklich? Genau diese Situation kommt nämlich in der Wirklichkeit nie vor. Warum nicht? Eine intuitive Erklärung dafür kenne ich nicht. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es so ist. In der Physik sagt man, Photonen sind eben Bosonen, also Teilchen mit Spin 1, und die lieben es, zusammenzukleben. Man kann ähnliche Experimente auch mit Elektronen machen. Die sind spinhalbe Teilchen, sogenannte Fermionen, und die hassen gegenseitige Nähe. Der Übersichtlichkeit zuliebe machen wir nun ein Gedankenexperiment
und verwenden rechts und links halbe Photonen, die sich nach dem Spiegel zu einem neuen ganzen Photon vereinigen. Das kann auf zweierlei Art geschehen. Entweder das neue Photon entsteht rechts vom Spiegel oder es entsteht links vom Spiegel. Zurück zur realistischen Situation, dass wir zwei ganze Photonen erzeugen. Am Strahlteiler wird jedes Photon tatsächlich zerlegt in zwei Komponenten, halbe Photonen, wie ich zuvor sagte. Eine Komponente geht durch den Spiegel, die andere wird reflektiert. Nach dem Spiegel entstehen zwei neue Photonen mit folgender bemerkenswerter Eigenschaft. Beide Photonen tragen, abgesehen von der 180-Grad-Drehung, die Eigenschaften der ursprünglichen Photonen. Das heißt, sie befinden sich in einem Zustand von Superposition. Das linke neue Photon ist eine Superposition von durchgegangenem ursprünglichen rechten Photon und dem reflektierten ursprünglich linken Photon. Das neue rechte Photon ist sinngemäß dieselbe Superposition, jedoch mit umgekehrten Durchgangs- und Reflexionsverhalten. Das Verhalten der beiden ganzen ursprünglichen Photonen setzt sich zusammen aus den beiden Verhaltensmustern der beiden halben Photonen vorher. Der Unterschied zu den beiden verbotenen Verhaltensmustern, auf dunklem Untergrund hier unten dargestellt, besteht darin, dass die neuen Photonen nicht mehr eindeutig aus den ursprünglichen Photonen gebildet werden. Die neuen Photonen enthalten zu gleichen Anteilen die Informationen der beiden ursprünglichen Photonen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesem Superpositionsverhalten kommt, ist 50%. Dass die beiden ursprünglichen Photonen unverändert und auf derselben Seite des Spiegels landen, ist je 25%. Kehren wir zurück zu einem allgemeinen Qubit, das teleportiert werden soll. Es könnte nach längerer Rechnung in einem Quantencomputer erzeugt worden sein und folgenden Wert repräsentieren. 0,36 plus 0,48 Wurzel aus minus 1 mal dem Quantenzustand 0 plus 0,48 plus 0,46 mal Wurzel aus minus 1 mal dem Quantenzustand 1. Das ist auf den ersten Blick einmal unendlich mal mehr Information als ein einfaches Bit mit nur zwei möglichen Werten. Dieses Qubit etwa in Wien soll in einem Quantencomputer in China weiterverwendet werden. Ein entsprechender Quantenkanal über einen Satelliten existiert bereits schon. In Wien benötigen wir ein Gerät namens Teleporter. Es enthält den besagten halbdurchlässigen Spiegel, Fotodetektoren auf jeder Seite des Spiegels und einen Detektor für die Gleichzeitigkeit, der nur dann alarmiert, wenn beide Fotodetektoren gleichzeitig anschlagen. Dies ist dann der Beweis dafür, dass jedes der beiden gemessenen Photonen aus einer Superposition von ursprünglich linken, rotem und rechtem grünen Photon besteht. Weiters benötigen wir eine Quelle für verschränkte Photonenpaare. Diese Quelle kann auch in einem Satelliten platziert sein. Wie gesagt, so etwas gibt es bereits. Und letztendlich benötigen wir auch einen klassischen Informationskanal, auf dem das Signal übertragen wird, dass genau jetzt eine Teleportation stattgefunden hat. Es wird keine Information der Eigenschaften des Qubits übertragen. Warum nicht? Weil jedes Hineinschauen in das Qubit zerstören würde. Anstelle der Auswahl aus unendlich vielen verschiedenen Werten bekämen wir nur zwei Werte zur Auswahl. Weil wir nicht hineinschauen, sondern nur die Gleichzeitigkeit der verschränkten neuen Photonen feststellen, bleibt der volle Informationsgehalt der Photonen und somit der Qubits erhalten.
Nun endlich zum Prozess der Teleportation. Wenn beim Sender das Datenqubit Q vorhanden ist, muss gleichzeitig im Teleporter ein Hilfsphoton, ich nenne es X, aus der Quelle der verschränkten Paare verfügbar sein. Die Polarisation von X ist vollkommen unbestimmt. Das zugehörige zweite Photon dieses Photonenpaars muss im Empfänger vorhanden sein. Dessen Polarisation ist zwar auch vollkommen unbestimmt, aber mit Sicherheit entgegengesetzt zum ersten Photon. Das ist das Geheimnis der Verschränkung. Unbestreitbare experimentelle Tatsache, die millionenfach ohne Ausnahme bestätigt ist, auch wenn wir sie nicht wirklich verstehen. Im Teleporter werden nun die Qubit Q und X gleichzeitig, wie besprochen, zur Überlagerung gebracht. Dadurch wird unentscheidbar, ob der Zustand der neuen überlagerten Qubits von Q oder von X verursacht ist. Nach der Interaktion befindet sich jedes der beiden Photonen in einem Zustand der Superposition. Das linke Photon ist eine Superposition von durchgegangenen Qubit X und reflektierten Qubit Q. Das rechte Photon ist sinngemäß in analogen Zustand. Wenn nun ein rechter und linker Fotodetektor gleichzeitig alarmieren, dann ist das ein Beweis dafür, dass erstens beide Photonen gleichzeitig den Spiegel getroffen haben und sich dort überlagert haben und zweitens, dass sich jedes Photon in besagten Superpositionszustand befindet und nicht nur beide unverändert durchgegangen sind, weil das ist ja verboten, oder beide reflektiert wurden. Jedes der beiden Photonen trägt den Quantenzustand, also die Information von Q und X in sich. Der Informationsgehalt von Q ist durch seine Vorgeschichte festgelegt. Der Informationsgehalt von X ist, wie gesagt, undefiniert. Wer auch immer später eine Messung von X machen wird, hat somit Zugriff auf die Information von Q. Das linke Photon enthält die Informationen vom durchgegangenen X und die Information vom reflektierten, also invertierten Q. Aufgrund der Unentscheidbarkeit von X und minus Q sind beide Informationen gleich. Ähnlich für das rechte Photon. Tatsächlich kann man anstelle der Messung von X im Teleporter auch eine Messung von minus X im Empfänger durchführen und ich bekomme dieselbe Information, wie wenn ich X direkt im Teleporter gemessen hätte. Ich muss sie nur invertieren. Allerdings muss ich im Empfänger wissen, ob der aktuell am X gemessene Zustand tatsächlich aus der beschriebenen Gleichzeitigkeitsmessung im Teleporter stammt. Dafür brauche ich ein Signal, einen Trigger, der über einen klassischen Kanal zu mir kommt. Es könnte nämlich auch der Fall sein, dass die beiden Photonen im Teleporter doch auf dieselbe Seite geflogen sind. Das würde bedeuten, dass sie sich auf völlig andere Weise überlagert hätten und nicht einfach mit X und minus Q gleichgesetzt werden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide nach rechts fliegen, beträgt 25%, dass beide nach links fliegen, ebenfalls 25%. Zwar tragen diese Photonen auch die Information von Q und X in sich, jedoch auf sehr komplizierte Weise, die mathematisch zwar zu verstehen ist, die man allerdings heutzutage noch nicht technisch aufschlüsseln kann. Diese Fälle kann der Empfänger daher nicht auswerten und er darf keinen Trigger dafür bekommen. Als Beispiel teleportieren wir nun einen Datenqubit in allgemeiner linearer Polarisation. Das Paar der verschränkten Hilfsphotonen bezeichne ich jetzt nur kurz mit Plus und Minus. Am halbdurchlässigen Spiegel treffen einander das Datenphoton und das
invertierte Hilfsphoton. Mit 50% Wahrscheinlichkeit spaltet sich jedes Photon auf in einen durchgehenden und reflektierten Anteil. Der reflektierte Anteil wird invertiert und vereinigt sich mit dem entsprechenden Anteil des anderen ursprünglichen Photons. Dann können sie gleichzeitig von den beiden Detektoren erfasst werden. Aufgrund der Gleichzeitigkeit wissen wir, dass in den neuen Photonen die Zustände der ursprünglichen Datenqubits und des Hilfsqubits nicht mehr unterscheidbar sind. Denn nur in diesem Fall fallen die beiden neuen Photonen auf unterschiedliche Seiten des Spiegels. Der Detektor für Gleichzeitigkeit sendet auf dem klassischen Kanal einen Trigger an den Empfänger und der kann nun sein Hilfsqubit weiterverarbeiten, genauso als ob es das originale Datenqubit wäre. Der Empfänger kann seine Polarisation auf beliebige gewünschte Art messen oder er kann es mit weiteren anderen Qubits verschränken oder auch irgendwohin weiter teleportieren. Es ist zu betonen, dass nicht jedes Datenqubit mit dem beschriebenen Verfahren erfolgreich teleportiert werden kann, da das gleichzeitige Eintreffen der Photonen in den Fotodetektoren auf unterschiedlichen Seiten des Spiegels nur in 50% Wahrscheinlichkeit stattfindet. Die anderen Fälle, bei denen beide Photonen auf dieselbe Seite des Spiegels fallen, können mit derzeitiger Technologie nicht ausgewertet werden. Es wird jedoch sehr intensiv dafür geforscht. Diese Unvollkommenheit ist kein allzu großes Problem, da Quantencomputer grundsätzlich nach dem Konzept arbeiten, dass Quantenrechnungen so oft wiederholt werden, bis er selbst ein Signal erzeugt, dass ein gemessenes Ergebnis nun gültig ist. So also funktioniert die Quantenteleportation. Danke für die Aufmerksamkeit.